So, hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 13. Wir haben heute unser nächstes Spiel gegen Braunschweig. Genau, gegen Braunschweig. Oh Gott, meine Stimme. Nee, wir müssen gegen Braunschweig spielen. Und wir stehen derzeit noch, muss jetzt erstmal nachgucken. Wir stehen auf 1 mit 5 Punkten Vorsprung. Braunschweig auf 13, das sollten wir doch locker gewinnen. Dazu schauen wir erstmal die Mannschaftsaufstellung. Grablassmann im Tor, Steiner. Passt so. Doch, das lassen wir einfach mal so. Wir wechseln mal öfter. Na, dass sich unsere Leute noch totrennen. So passt es. Wer spielt heute noch? Ingolstadt gegen SSV Jahn Regensburg und St. Pauli spielt gegen Paderborn. Okay, passt. Am Braunschweig spielt mit Davari, Washausen, Dogan, Teuerkauf, Freihill, Kratz, Krupke, Francic, Boland, Kluft und Kambela. Bol und Hen sind verletzt. Das ist natürlich schlecht für die. Uns ist das natürlich total egal. Silber Level. Okay. Ja, genau, Bisches. Der geht rein. Locker, flockig. Ja, genau, auf die Kante, hast schon recht. Der war auch gut. Langsam regen sie mich auf, diese Minispielchen da. Sag ja mal, ich drück doch hier. Ich habe keine Lust mehr. Das regt mich schon wieder auf. Das regt mich echt schon wieder auf. Nee, 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 der macht heute kein Tor. Der Kluft. Für ihn wird sich vor unserem Tor eine Kluft ergeben, die er hineinfallen wird. Okay, der war schlecht. Der war richtig schlecht. Wir spielen im Europark in Braunschweig. Spielkommentator, nö. Die sind ausgeschalten. Wie eh und je. Ich möchte so gern mal ein Mannschaftsfoto von uns haben. Es wäre so cool, wenn es mal kommen würde. Aber nö. Eventuell, falls wir den DFB-Pokal gewinnen sollten. Vielleicht gibt's ja dann eins. Das wäre richtig cool. Das könnt ihr dann schön als Titelbild nehmen für unsere Kanalseite oder für meine Kanalseite. Das wäre cool. Das würde mir gefallen. Und jetzt Shake Hands. Gutes Spiel. Wir haben 17 Siege, 8 Unentschieden, 4 Niederlagen, Tordifferenz von 18. Ja, das liegt daran, dass wir einfach zu wenig Tore schießen, beziehungsweise zu viele bekommen. Oh, Kumbela, unser schwarzer Freund, 12 Tore insgesamt. Herr Bochert, du 20, glaube ich, oder? 20 müssten es sein. Also schon verdammt viele. Und Grab hat heute nochmal die Chance, sich zu beweisen im Tor. Dann Steiner, Noob, Satrainer, Philkofil, Hook, Flashy, Zunis, Czernik, Borchardt und Mace. Oh, das ging jetzt aber fix. Oh, der Bart wird da immer größer. Und die Torfabrik. Genau. Torfabrik als mit am Start. Nein, nein, nein. Gleich mal wieder von 5 Männern umgeben. Ich möchte heute mal was ausprobieren.
Und zwar, wenn wir auf Offensiv spielen, von Anfang an, wie das klappt. Das war natürlich ein guter Pass. Oh, scheiße, jetzt hat er den halt echt noch. Oh Gott, oh Gott. Was war da mit unserer Abwehr los? Voll daneben gesegelt. Tja, denkst du, hä? Schade. La la la, was war das? Was war das? Wollt ihr uns jetzt hier blamieren oder was? Du musst schon schneller gehen, Kumpel. Nein, nein, nein. Das ist das 1:0. Mace. Wunderschön. Dick. Und drin ist er. 1:0 für uns. Und unsere Fans, die gehen wieder ab. Hammer. Klar, Mace wird jetzt hier gedeckt. Ups. Schade, ich wollte es mal probieren, den vorbeizulegen, aber... Au. Hä? Was? Gott, oh Gott, oh Gott. Ich und meine scheiß Abschläge. Ja, toll. Toll. Kumbela. Oh Mann. Der Ball halt echt eiskalt zu dem fällt. Erfolgreiche Grätsche, Marvin. Hm. 21 Saisontore, ja. Schön.
Alter, warum drücken denn die jetzt so? Also das können wir vielleicht auch mal als faul pfeifen. Sehr schön gemacht. Ach, Mann! Halbzeit. Oh, Backe. Oh, Backe. Wir wechseln. Und zwar Steiner wechseln wir aus für... Nicht Ulrich. Hä? Ne, wir können gar nicht wechseln. In der Abwehr. Wir wechseln aber Hook für Player. Arend für Cenk. Und Mace. Hurricane. Das waren unsere drei Wechsel. Das sollte passen. Boah, hat 1,2 Kilometer schon gelaufen. 88% Pässe. Ist natürlich eine gute Quote, würde ich sagen. Ja, unsere drei Wechsel und los geht's. Immerhin wird er erkämpft. Das war natürlich auch sowas Ähnliches wie souverän. Der Hurricane verdattelt voll gescheit auf den Ball. Sehr schön, sehr schön. Es steht 1-1, wir können hier nicht 1-1 spielen. Boah, hat 9 Liga. Neuen Liga-Vorlagen, Torvorlagen. Sehr schön noch erkämpft. Das gibt es nicht, das gibt's echt nicht. Warum kommen wir hier schon wieder überhaupt null durch?
Es ist da noch dran. Ich glaube, ich spinn. Nee. Zhang Ching Chong. Kommt. Das Hurricane, die Ballsicherheit und so, das ist voll echt eine Katastrophe. Sowas ist schön. Bohrt, ja. Das war ein schönes Tor. Noch rausgespitzelt und dann. Rinnenstor. Rinnen. Ups. Wunderschön verteidigt. Was? Was? Nein! Warum hätte ich ja selber geschaut? Oh nein! Shit, shit, shit. Da kann man doch nicht mehr daneben. Ah, oh, Facepalm. Scheibenkleister, wie peinlich ist das denn? Oh Gott. Ja, aber der ist immerhin genauso blöd. Also ich hab's auch nicht verdient, Tore zu schießen, glaube ich, heute. So, ich spiele einen Case zusammen. Jetzt war das Abseits. Aber wie knapp. Das war ja wirklich knapp. Aber es ist die 90. Minute. Yes! 2:1 gewonnen. Gott sei Dank. Vom so schönes Tor rausgespielt und alles. Boah, hat 7:9. Bester Mann, ja. Hurricane 5:9. Das ist natürlich blamabel. Auf dem Weg zur möglichen Meisterschaft hat der Spitzenreiter einen klaren Sieg eingefahren. Ja. 62 Punkte. Ah, wir müssen erstmal weiter simulieren. Was? 2 Spiele? Ja, hört er. Ja, wir haben halt echt 8 Punkte Vorsprung. Aber schaut mal an, jetzt haben wir hier ein Spiel, dann da ein Spiel, dann hier ein Spiel und dann hier ein Spiel. Und dann ist die Saison auch schon vorbei. Ja.
Das heißt, es gibt noch 5 Parts und dann ist die Saison vorbei. Okay, dann müssen wir uns einmal bald überlegen, wie wir weitermachen. Ich verabschiede mich jetzt aber erstmal von euch. Danke euch recht, recht herzlich fürs Zusehen. Wünsche euch wie immer einen schönen Tag und macht's gut und auf Wiedersehen, ich bin's, euer Fleschi. Ciao!